Hallo, Digi und Doppelfell, willkommen hier bei der 101. Folge von Solato Robo. Es ist nicht mehr weit. Heute machen wir ein Kurvas Quiz. Veranstaltet von der Kurvas. Das weiß ich, weil ich das gerade schon gemacht habe. Also zum Anfang, die ersten beiden Fragen. Danach wollte Fraps sich einfach nicht mehr einkriegen und dümpelte so bei 1 FPS rum. 50.000 Sachen im Taskmanager geschlossen, aber es hat nichts gebracht, Digga. Jetzt benutze ich mal OBS und guck mal, ob das vielleicht besser läuft hiermit. Ich lasse mir doch jetzt hier nicht die Stimmung vermiesen bei den letzten beiden Folgen. Letzten zwei, drei Folgen da. Ich weiß nicht, wie lange der Boss Rush Mode werden wird, den ich auch noch machen wollte. Ich möchte gerne beim Quiz mitmachen. Jetzt erstmal das hier. Ausgezeichnet! Nicht so schnell. Was machst du denn jetzt, Zuckerschnäuzchen? Wieso? Ich dachte, bei diesem Quiz auf jeder mitmachen, oder nicht? Aber wenn du gewinnst, sind unsere Geld und unsere potenziellen Anwärter futsch. Na schön, meinetwegen. Ich glaube, kaum ist es so weit kommen wert. Bitte? Was soll das heißen? Streng dich einfach an und sorg für gute Stimmung. Wir sollten allmählich mit dem Quiz beginnen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Meinetwegen kannst du losgehen. Okay, möge die Show beginnen. Hoffen wir einfach mal, dass es besser funktioniert. Entschuldigung. Willkommen beim Jägerquiz, das dieses Mal von den Kurvas veranstaltet und gesponsert wird. Yay! Hurra! 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 Hallo, ich bin Lady Oprah, die schöne und elegante Gildenmeisterin der Kurvas. Dieses Quiz beruht auf Fragen, die nur ein Jäger beantworten kann. Sobald ihr wisst, was es heißt, ein Jäger zu sein, tretet unbedingt den Kurvas bei. Übrigens, wer eine falsche Antwort gibt, schaltet sofort aus. Also passt gut auf. Alles klar? Gut, fangen wir mit dem ersten Text an. Versucht ihn euch so gut wie möglich zu merken. Das lese ich jetzt nochmal, weil sonst geht das total auf meine Stimme drauf. Ich habe das gerade schon gemacht und mir tut jetzt schon Hals weh. Die Entstehung der Jägergilden. Um die Entstehung der Jäger zu erklären, müssen wir den Zweiten Beschwörungskrieg anschneiden. Der vor mehr als 50 Jahren gegen Abyssinia geführt wurde und über 10 Jahre andauerte. Der lange Konflikt zehrte die militärischen Ressourcen auf beiden Seiten aus, aber trotzdem war ein Ende des Krieges noch nicht abzusehen. Die Armee von Shepard rekrutierte nicht nur Soldaten aus ihrem eigenen Volk, sondern auch aus umliegenden Ländern, die sich zu einer großen Streitmacht aus Fremdlegionstruppen formierten. Nach dem Krieg blieben die Söldner im Land. Das Volk hieß sie willkommen, weil sie weiterhin dem erschöpften Militär und der Polizei bei Problemen halfen und die Stabilität sicherten. Schließlich lösten sie sich von der staatlichen Kontrolle und so entstanden Gilden. Das sind die Jägergilden von heute. Mittlerweile sind viele unserer eigenen Bürgermitglieder, sodass in den heutigen Gilden keine Spuren mehr von ihrem Ursprung als ausländische Söldnertruppen zu finden sind. Hier kommt die erste Frage. Wie lange dauerte der Zweite Beschwörungskrieg? Wählt aus den drei Möglichkeiten die Antwort aus, die am dichtesten dran ist. So, er war vor 50 Jahren. 5 Jahre kam gar nicht im Text vor und dementsprechend allein schon noch im Ausschluss. Das waren 10 Jahre, aber ungefähr 10 Jahre hat er gedauert. Der Krieg dauerte länger als 10, aber viel weniger als 50 Jahre. Die richtige Antwort lautet 10 Jahre. Das wusste ich. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ich lese euch nun den zweiten Text vor. Der Jägerrang. Jäger, die bei einer Jägergilde registriert sind, dürfen bei den sogenannten Questbörsen, die in jeder Stadt zu finden sind, Jobs und Quests annehmen. Da diese Einrichtungen der Jobbörse die Jobsuche stark vereinfacht haben,
Jobbörse, ja, hat sich die Anzahl der Jäger seit der Gründung der Jägergilden dramatisch erhöht. Aber die vereinfachte Jobsuche brachte auch viele unerfahrene Jäger hervor, sodass es in manchen Fällen zu Streitigkeiten zwischen den Jägern und den Auftraggebern führte. Die Gildenmeister ahnten, dass das ein großes Problem werden könnte und gaben jedem Jäger einen Rang. Nun bewertet ein Gildengremium den Inhalt jeder Quest nach ihrem Schwierigkeitsgrad. Dadurch entstand ein System, das die Quests den Jägern gemäß ihren Fähigkeiten zuordnet. Und hier kommt die zweite Frage. Der Jägerrang legt fest, auf welchem Niveau ein Jägerquest welchem Niveau ein Jäger Quests annehmen kann. Aber wer legt den Schwierigkeitsgrad einer Quest fest? Wählt eine von den drei Antworten aus. So, ich lasse euch 2-3 Sekunden zum selber überlegen. Es ist natürlich das Gildengremium. Flo macht das auf keinen Fall. Da muss das Gildengremium sein. Die richtige Antwort auf die zweite Frage lautet das Gildengremium. Habe ich richtig? Nicht schlecht. Und weiter. Meine Maus beunruhigt mich. Okay, jetzt ist es weg. Hier kommt der Text für die dritte Frage. Hört gut zu. Hier wird es jetzt wieder semi-blind. Also ich habe es ja schon mal gespielt, aber ich kann mich ab jetzt nicht mehr daran erinnern. Und ich hatte gerade in der Voraufnahme, da habe ich dann hier an der Stelle abgebrochen. Bei Fraps halt. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Die größte Jägergilde in Shepard, die Kurvas. Ein Jäger darf sich auch als einzelner Jäger registrieren lassen, wenn er möchte. Aber es ist sinnvoll, einer großen Gilde beizutreten, da es große Vorteile bringt, wie gute Kameradschaft, Ausrüstung und die Möglichkeit, auch schwierige Quests anzunehmen. Unter den zahlreichen Jägergilden gibt es eine, die sich inzwischen zu der größten entwickelt hat. Die Kurvas. Bruno war der Gründer und der erste Gildenmeister der Kurvas. Nach Brunos, nennen wir es mal, Pensionierung. Wir wissen ja eigentlich, was mit ihm passiert ist. Wir haben ihn ja umgebracht. Ist nun Oprah, ehemals Leiterin der Spezialeinheit Gildenmeisterin. Die Golden Roar ist nicht nur das Symbol, sondern auch das Flaggschiff der Kurvas. Ihre Waffen und Maschinen sollen besser sein als die der mächtigsten Kriegsschiffe der Armee. Hier kommt die Frage Nummer 3. Wer ist denn derzeit die ultra hübsche Chefin der Kurvas? Wer hat die Frage geschrieben? Wahrscheinlich war das Oprah. Oprah muss die Frage geschrieben haben, die ultra hübsche, natürlich. Ihr habt drei Antwortmöglichkeiten. Bruno, oh Merville, ich würde Merville nehmen. Nein, ich muss Oprah nehmen, das ist ja leider richtig. Die Chefin? Das ist doch die Gildenmeisterin, oder? Dann ist die richtige Antwort die olle Hexe, Oprah, oder? Die Lösung auf die dritte Frage lautet natürlich Oprah. Merkt euch, die Betonung liegt auf ultra hübsch. Die Antwort musste bestimmt jeder, also geschenkt. Geschenkt? Naja, wohl eher zu viel des Guten. Aber so sehen Sie sich das an. Diese Frage hat alle Teilnehmer bis auf 2 aus dem Rennen geworfen. The fuck? Was? Aber die Antwort lag doch auf der Pforte. Weiter so, ihr beiden. Aber sicher. Ich werde mein Bestes geben. Alles läuft nach Plan, Lady Oprah. Das ging sogar etwas schneller als geplant. Bestimmt hat doch niemand, dass der andere Teilnehmer ein eingeschlossener Kurvasmann ist. Ja, dementsprechend, wenn er gewinnt, müssen sie halt kein Geld bezahlen, aber haben halt riesiges PR-Event gemacht und eventuell sogar ein paar neue Leute da engagieren können. Ohne Kosten. Toll. Aber der Kleine legt sich ganz schön ins Zeug, das muss man ihm belassen. Wenn das so weitergeht, könnte es meinen ganzen Plan zum Scheitern bringen. Ich kann nur eines tun. Ich muss die nächste Frage ändern. Also gut, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Ich lese jetzt den Text für die vierte Frage vor. Es ist ein Auszug aus einem Interview. Aus einem Interview?
Der Weg zum großen Jäger. Auszüge aus einer Kindheit. Das Mädchen C packt aus. C. Punkt. Mir fällt jetzt gerade nur ein Mädchen ein, was Jäger ist und wenn C anfängt. Ich glaube, es ist Schokolads Tagebuch. Du möchtest wissen, wie mein Bruder war? Ja, es war Schokolads Tagebuch. Wie ist die da dran gekommen? Verdammt nochmal. Du möchtest wissen, wie mein Bruder war, bevor er ein Jäger wurde? Klar, kein Problem. Von wann? Was? Eine Geschichte aus seiner Kindheit? Ungewöhnlich, aber na gut. Ach nee, es war nicht das Tagebuch, es war ein Interview. Hä? Moment mal. Das darf doch nicht wahr sein. Schokolade, stimmt was nicht? Es ist ungefähr 10 Jahre her, als ich meinen Bruder zum ersten Mal im Waisenhaus traf. Ich war ungefähr 4 Jahre alt, das heißt, er muss ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein. Er hat mit niemandem geredet oder gespielt. Er war ein total merkwürdiger und einsamer Junge. Ich weiß, wenn man ihn jetzt so sieht, kann man sich das kaum noch vorstellen, oder? Oh, yo, ich glaub's nicht, Oprah, du! Hä? Oh, ich weiß wieder. Das muss aber unter uns bleiben. Ich glaube, ich war da 5 Jahre alt. Eines Morgens wachte ich auf und er war verschwunden, zusammen mit seinem Bett. Hier kommt die vierte Frage. Wie alt muss der Bruder gewesen sein, als sich die Geschichte zutrug? Wie lautet eure Antwort? Ich dachte, er war 5. Er war damals 8, oder? Ist jetzt die Frage, welche Geschichte gemeint war. Wenn sie jetzt die erste meinen, dann war er 8 Jahre alt. Wenn das jetzt ein Jahr später war, dann muss er 9 gewesen sein. Da 8 wahrscheinlich zu... Wenn die das halt mit dem Bett meinten, dann nehme ich mal an, dass es das mit den 9 ist. Bitte lass es richtig sein. Er war 8 Jahre alt, als sie 4 war. Ein Jahr später war er also 9. Die richtige Antwort auf die Frage lautet natürlich ganz genau 9. Moment mal. Irgendwie kommt mir die Geschichte bekannt vor. Wo ist denn Schokolade auf einmal hin? Er ist immer noch im Rennen. Aber die nächste Frage wird ihn abschießen. Bevor wir zur 5. Frage kommen, muss ich noch ein Stück weiterlesen. Seid ihr bereit? Der Weg zum großen Jäger. Auszüge aus einer Kindheit. Das Mädchen C packt aus. Okay, das Bett war also verschwunden, aber dafür war ein riesiges Loch in der Wand. Es führte nach draußen, also war klar, dass das Bett in die Nacht rausgetragen worden war. Außerdem gab es draußen Fußspuren von einem Roboter, die zu einem gewissen Ort hinführten. Hey, das ist doch... Was ist hier los? Der Bruder, von dem hier die Rede ist... Ist das etwa... Red? Wo die Fußspuren hinführten? Zu einem Teich, der in der Nähe des Waisenhauses war. Und dort fanden wir meinen Bruder und sein Bett. Schokolade! Sie ist weggegangen und hat dabei die ganze Zeit oje gesagt. Kommen wir zur 5. Frage. Was genau ist passiert? Antwortet jetzt. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Was soll das im Bett sein? Das kannst du dir abschminken. Darauf antworte ich nicht. Dann gibst du es auf. Nun wird mein eingeschleuster Kursmann die Frage beantworten und dann ist das Quiz vorbei. Ja. Es gibt da ein kleines Problem. Ich weiß die Antwort nicht. Was? Woher soll ich die Antwort kennen? Diese Frage haben wir nie besprochen. Das ist deine Chance, Red. Jetzt kannst du gewinnen. Ich weiß, aber das ist leichter gesagt als getan. Einfach auf das Bett in den Teich. Oh, der Bruder hat das Bett mit Hilfe des Roboters in den Teich geworfen. Vielleicht, eventuell. Der Bruder wurde entführt von einem Roboter, der das Bett auch gleich mitgenommen hat. Die Einzelheiten können wir uns doch sparen, oder? Oder? Wenn du es nicht anders willst, bringen wir es hinter uns. Jawohl, gnädige Frau. Die Antwort auf die 5. Frage lautet... Am besten lesen wir davon den Rest des Interviews. Oh nein, bitte nicht. Mein Bruder hat versucht, das Bett mit Hilfe des Roboters in den Teich zu werfen.
Wir haben versucht, ihn aufzuhalten, aber vergeblich. Das Blatt platschte ins Wasser. Platsch. Die Direktorin des Waisenhauses fragte ihn, warum er das denn getan habe, aber er sagte weder Piep noch Papp, sondern blieb stumm. Dann bat sie ihn, wenigstens vom Roboter abzusteigen, aber er rührte sich nicht vom Fleck. Wir fragten uns, was vorgefallen war, als er das zusammen mit dem Bett an die Oberfläche schwebte. Es waren der Pyjama und die Unterhose von meinem Bruder. Er hatte nachts in die Hose. Gib mir den Scheiß her. Oh je, das ist hart. Unser Sieger steht fest. Randy hier hat das Quiz gewonnen. Ich bin gesandet bis Licht. Sehen Sie nur, er muss vor lauter Freude weinen. Es sind keine freien Tränen. Glückwunsch. Danke. Das war eigentlich anders geplant gewesen. Ich bin fix und fertig. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 1000 Ringe erhalten. Beweglichkeit 12b. Toll. Ein bisschen Geld dafür, dass Red vor allen Menschen gedemütigt wurde. Ich komme zurück. Ah, Schokolade, du, wie konntest du mir das so antun? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Oprah diese Anekdote für dieses Quiz benutzen würde. Und ich hätte nie gedacht, dass vor allem meine dreckige oder nasse Wäsche gewaschen wird. War das nicht dein erster Einsatz, den du gemeinsam mit dem Dark gemacht hast? Ja, stimmt, das könnte sein. Aber glaub ich auch nicht, dass du mir so leicht davon kommst, das kannst du vergessen. Komm sofort hierher. Ja, rette mich. Tut mir leid, aber ich glaube, nichts in dieser Welt kann dich jetzt noch retten. Oh weh. Tiefer Einblick in Reds Vergangenheit. So. Jetzt haben wir alles fertig, jetzt kommt noch das Letzte. Eine Bitte an Red. Ich weiß noch nicht, wo es stattfindet. Gucken wir mal. Nächstes Ziel. Entweder Mao oder Siliam, oder? Pharao? Ah, Pharao haben wir auch was. Ist jetzt die Frage. Ich gehe erstmal auf Pharao nochmal schauen. Ich weiß es nämlich nicht, wo das jetzt ist. Hä? Wo ist es? Ah, oh, sag mir nicht, ich muss erst den Aerobegrund-Pre-Pharao-Cup fertig kriegen. Don't tell me. Okay, das werde ich recherchieren. Wie lange nehme ich auf? 18 Minuten. Gut, dann werde ich jetzt einfach erstmal schon mal den ersten Bus-Rush-Mode probieren. Mich nochmal daran versuchen. Ehe ich erforsche, was ich da brauche, um das Quest freizuschalten. Weil es ist scheinbar nicht da. So, wir müssen jetzt, um uns auf den Buster-Schmort vorzubereiten, Teile ausbauen. Moment, das geht doch auch einfacher. Nee. Moment, wie war das mit den Tasten? Nein. Ich will das direkt löschen. Alle entfernen. Genau. Perfekt. So. Was? Oh, Mist. Ich habe die Teile auf dem anderen Speicherstand. Das ist herrlich. Okay. Dann. So. Hallo zurück. Ich habe gesehen, ich brauche jetzt doch nicht das Spiel, die ROM wechseln. Ich habe gesehen, ich habe ja hier doch die. Hier im Shop kann ich die auch kaufen. So, was brauche ich denn? Ich brauche das hier. Ich habe genug Geld, um mir jedes zweimal zu kaufen. Das ist perfekt. Das kaufe ich nur einmal, weil das so viel Platz wegnimmt. So, von dem Rest kaufe ich mir mal P-Kristalle. Würde ich sagen, damit ich den Dark noch ein bisschen frei kriege. So. Bisschen OP vielleicht jetzt, aber Hauptsache ich kriege alles frei und kann diese Wiederbelebensteile ordentlich einbauen. Ach so, ich hatte alles frei. Ach, toll.
Ich bin aber auch ein Schlauberger. Ich bin so schlau. Ja. So fürchterlich schlau ist sonst keiner. Dann. Hate my life. Ja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert mit dem Wiederbeleben. So, noch eins passt nicht rein. Dann tun wir einfach mal noch Hydraulik. Ist vielleicht nicht schlecht. Wie kriege ich das rein? Hydraulik um 16, Hydraulik um 12. Zick. Das, kann ich das... das kann ich hier reinpacken. Hydraulik ist wichtig. Dann packen wir da noch Hydraulik hin. Und Angriff brauchen wir auch. 14 Angriffskraft und 14 Angriffs. Wo ist denn da der Unterschied? Ach, das ist beides das gleiche. Yeah. Ich bin schlau, mal wieder. Total. So, das packen wir da hin. Das passt nicht. Jetzt könnte ich noch. Ich könnte noch Angriff hier oben reinbauen. Dann nehmen wir noch Abwehr. Das passt hier noch so schön rein. Habe ich noch irgendwas für zwei? Ich könnte noch Hydraulik reinpacken. Ich nehme mal noch Beweglichkeit. Kann ich nicht. Moment, der Typ hat doch bestimmt Beweglichkeit für zwei. Tatsache hat er nicht. Okay. Verkaufen. Kann ich die P-Dinger verkaufen? Nee, schade. Egal. Gut, dann... egal, wir probieren es einfach mal. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Wiederbeleben... funzt. Das wäre sehr blöd, wenn die Maus jetzt die ganze Zeit im Bett war. Vielleicht war sie auch nur seit gerade im Bild, als ich gewechselt hatte. Das war es, wo ich wechseln wollte. Ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Aber wenn es mir nicht aufgefallen ist, dann fällt es vielleicht euch genauso wenig auf. So. Ein bisschen vorsichtiger sein. So, ich wähle dieses Dahak-Modell aus dem Grund, da ich den auf diese Weise mit dem Schweben den meisten Angriffen gut ausweichen kann. Gut, das war jetzt unnötig, aber egal. Ey. Und ich bin relativ beweglich. Darf man auch nicht vergessen. So. Ah, komm jetzt her. Meine Güte. Blödes Dunkelheitsviech. Und das war einfach. Was? Ich habe Schaden genommen. Als nächstes Kalua. Kalua, gegen ihn werde ich ganz bestimmt nicht verlieren. So, komm her, ich schieß dich hier zurück. Das ist eigentlich recht einfach. Ich weiß gar nicht, wo bin ich das letzte Mal hängen geblieben. Ich glaube, mich hatte es bei dem Kampf gegen die drei Kurvas-Leute hatte es mich umgehauen. Glaube ich. Ich könnte mich auch irren. Und das Kalua. Und das Kalua. Und das Kalua. Und das Kalua. Ach, das Insektenvieh. Genau, das ist das Einzige, wo ich nicht ordentlich angreifen kann. Wo ich darauf angewiesen bin, dass der Gegner irgendwas tut. Genau hier hatte ich damals auch das meiste Leben verloren. Weil man halt hier so... blöd. Ah, Mann. Weil diese Gegner halt so doof ist. So, ich muss mir nur ein bisschen mehr Zeit lassen. Jetzt kommt das wieder. Und ich darf die Bienen nicht gegeneinander selbst töten. Jetzt kommen wieder die Scheren. Nein, jetzt kommt Gift. Okay. So, die Hälfte hat er weg. Daneben... haha, das kriegen wir doch hin.
Du weißt schon, dass dieses Gift relativ durchgesetzt ist. Ach, na, diese Bienen. Ich versuche keinen Schaden zu nehmen, aber nehme dadurch erst recht Schaden. Das ist so fantastulös. Das glaubt ihr gar nicht. Das mal wiederbeleben, alles klar. Okay, wie viel war das jetzt alles auf einmal? Weil wenn das ja jetzt so wäre, würde ich eigentlich nur einmal 75 und einmal 25 reintun. Gott sei Dank, endlich. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht nochmal sterbe oder so. Dann habe ich hier gleich nochmal ein bisschen Damage rein. Je mehr Damage, desto besser. Erhol dich am besten gar nicht. Oh, ich glaube, ich habe eine gute Stelle gefunden. Ach schön, so kann ich es mir doch geben. So ist das Leben doch toll. So ist das Leben doch toll. Ich fühle mich gerade wie das Mabemon in Digimon World 2003. Jetzt warten wir wieder, dass sie ihre Frisbee-Scheiben rausholt. Da sind sie. Die Frisbees des Todes. Oh, sie wird wütend. Ihr Laser bewegt sich und ihr Roboter fängt an zu dampfen. Oh nein, ich habe ja so eine Angst. Ich frage mich, ob Red darauf eigentlich schlecht wird, wenn er sich ewig so dreht. So, dann gib mal her. Zeig, was du kannst, oder kannst gar nichts. Das war's. Bye, bye. Beluga, bei ihm muss ich auf der Hut sein. Nicht wirklich. Ich muss versuchen, nur seine Raketen zu erwischen. Die er schießt, dass ich ihm die zurückschmeißen kann. Und ich muss versuchen, ihm auszuweichen. Am besten bleibe ich mal hier so am Rand stehen, weil er geht ja eigentlich immer mehr nur in die Ecken. Hier so in der Mitte bleibe, müsste das eigentlich passen. Ja, okay. Genauso wie bei Gren. Das wäre super. Nein, leider nicht. Dann machen wir einfach so nochmal weiter. Das geht schon. Oh, es ist Beluga, hast du es schon hinter dir? Ernsthaft? Ernsthaft? Dann nehme ich mich dir jetzt so. Bitteschön. Und ich wechsle jetzt mal erstmal kurz den Dahak. Auf dem mit der Lebensregeneration. Das ist der hier. Und der erhöhten Abwehr. Ja, jetzt kommt das. Ich hasse diesen Kampf. Soll ich vielleicht nicht doch lieber auch den anderen nehmen? Opera mit ihren Laser wird halt schon nerven, ne? Ich bin tot. Nice. Ich hab versagt. Ah, okay. Das ist hart. Ja gut, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Pfötchen nach oben da. Wenn nicht, ein Pfötchen nach unten. Ist blöd gelaufen und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Naja, jetzt sage ich schon wieder, naja, oh Mann, ich sollte diese Folge beenden. Man riecht sich, bye bye, bis zum nächsten Mal. Morgens 9:30 und wir haben das Pharao-Quiz bestanden.